Hallo, mein Name ist Daniel von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von uns. Heute ein Unboxing-Video. Ein Unboxing-Video von einem Go E-Charger. Doch kurz vorab ein paar Informationen zu dem Gerät. Was ist ein Go E-Charger? Was macht man damit? Und wozu dient das Ganze? Also, das Ganze brauchen wir dafür, dass mein Papa sich ein Elektroauto gekauft hat, und zwar ein Kia e-Soul. Geht allerdings auch mit sämtlichen anderen E-Autos, und daher könnt ihr jedes x-beliebige E-Auto auch einen Hybriden da anschließen, also es ist viel möglich. Das Einzige, was ihr dazu benötigt, ist eine Kraftdrehstromdose als Ausgangspunkt. Vielleicht auch als Campingadapter, auch da ist die Möglichkeit, oder eine Schuko-Version. Das heißt, ihr habt eine Dose, eine CE 32 oder 16 anliegen, das sind diese roten Dosen, ne? Oder einen blauen Campingstecker. Und von da aus wollt ihr euer Auto laden. Ja, nur wie? Jetzt hat der Ausgang nachher von eurem E-Auto nur Typ 2 anzuliegen. Also brauchen wir einen Adapter, der dazwischen vermittelt. Und genau der Go E-Charger ist so eine Version. Also ihr habt die Möglichkeit, den roten Stecker hineinzustecken und von dort aus euer Typ 2 Ladekabel ans Auto und gleich ins Auto rein und fertig ist die ganze Sache. Ja, aber es gibt auf dem Markt nicht nur den Go E-Charger. Apropos, es soll hier keine Werbung darstellen für den Go E-Charger. Deswegen benenne ich jetzt hier auch einfach noch ein paar andere Anbieter, die sowas Ähnliches zur Verfügung stellen. Und zwar gibt es dort den Juice Booster zum Beispiel oder auch den Energy Kick. Alle diese Variationen oder Hersteller von diesen Ladeadaptern gibt es derzeit auf dem Markt und jeder kann ein bisschen was anderes. Der eine das, der andere das. So ist das halt auf dem Markt, ne? Aber gut, jetzt weiter zum Go E-Charger. Und dann schauen wir uns doch einfach mal live an, was wir hier haben. Also, was haben wir hier noch? Ah, ich halte das mal mit meinen Füßen vielleicht ein bisschen fest. Und da ist das Gerät. Ja, das sieht doch mal wunderschön aus, prächtig, sehr cool. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir den Go E-Charger mit Typ 2 Anschluss. Sehr gut. Hier in weiß kann man wahrscheinlich schon erkennen, also hier ist ein Feld mit RFID und hier der CEE-Stecker. Der soll ein CEE-32-Anschluss sein. Aha, eine Pappe weg und schon haben wir hier auch was Schönes, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung sogar noch für das Ganze. Hier mal die Kurzanleitung. Mal gucken, was auf der Rückseite steht. Aha, das Ganze in Englisch. Dann hier noch für Photovoltaik. Ah, ich kann ja mal draufhalten. Und hier haben wir nochmal Typ 2 bis 22 kW Leistung. Deswegen auch CE32 Dose. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier noch eine Pappe. Ah, schön. Ja, super sieht das Gerät aus, oder? Was meint ihr? Schreibt's doch mal in die Kommentare, ob ihr den auch so toll findet. Und hier haben wir den CE32. Mal gucken, ob das hier auch noch irgendwo drauf steht, dass es tatsächlich ein 32er ist. Wir gucken mal hier auf die Typengenehmigungsschild. Ja, es spiegelt hier ganz schön das Sonnenlicht. Aber das sieht sehr gut aus. So, dann nehmen wir mal das Gerät raus und schauen mal, was so sieht das Gerät von der Seite aus. Gehen wir hoch. Ja,
sehr gut. Mal gucken, wie es von hinten ausschaut. Aha, hier sehen wir schon, dass wir es an der Wand befestigen können. Also die Aufnahmen von hinten sind für die Wand. Dann legen wir das Ding mal hier so hin. So, na, das ist doch hübsch. Auch ein sehr hochwertiges Kabel, also es fässt sich sehr gut an. Der Lack vom GoE Charger selbst fühlt sich auch sehr wertig an, also es hat wirklich eine sehr gute Qualität. Zum Preis, der euch bestimmt interessiert, also ich habe für das Gerät jetzt 22 kW, habe ich jetzt gezahlt, Januar 2020, habe ich bezahlt 669 Euro. Ja, hier nochmal den Stecker. Ja, das Plastik fühlt sich ganz normal an. Wie so ein Plastik vom CE-Stecker eigentlich sich so anfühlen soll. Okay, schauen wir mal, ob noch irgendwas in der Box drin ist. Mal schauen. Aha, okay. Also, jetzt haben wir einmal ein bisschen Befestigungsmaterial für die Wand. Ein paar Haken, ein paar Dübel. Und jetzt hier unten noch ein RFID-Chip. Und ich vermute mal, das ist eine Sicherung. Okay, ja. Dann zum Abschluss würde ich sagen, haben wir ja hier schönes Material. Und sobald der GoE installiert ist und wie wir den installieren, dazu wird es dann bestimmt nochmal ein erneutes Video geben. Ja, das war's schon zum Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht den Daumen hoch. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um einfach weitere Videos von uns zu schauen. Und alles, was zum GoE Charger, wie wir ihn nachher installieren und wie wir ihn betreiben, in Betrieb nehmen und vielleicht auch noch eine Erklärung über das Wi-Fi, werden wir euch im späteren Video bestimmt nochmal erklären. Gut, bis dahin, das war das Unboxing-Video und ich war der Daniel von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Liebe Grüße, alles Gute euch, tschüss!